Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. Beim letzten Mal sind wir... Voila. Hätten wir fast jetzt nicht geworfen. Beim letzten Mal... Ja, sind wir Richtung Schloss Hyrule aufgegangen, haben uns aufgemacht und... Jetzt haben wir gerade letztes Mal einen Raum entdeckt mit Gegnern, die... Ja, sagen wir mal, ein bisschen stärker waren. Die haben wir besiegt, jetzt haben wir Waffen, mit denen wir quasi alles platt. Ach, guck an. Ja, das stimmt, so kann ich auch machen. Hier stehe ich ja nicht da. Wenn ich Teil des Zelda-Truppes ist, hat ja nichts zu suchen. Befehl von Truppenführer Holm. Du kannst natürlich versuchen, dir vom Truppenführer ein Auto. Bin aber schon drin, du Sack. Sollte ich versuchen? Beim Tor des dritten Walds, oberhalb dieses Weges. Ach komm. Wir gehen den Weg nochmal normal. Aus Hyrule können wir später noch erkunden. Schließlich waren wir. Wir haben jetzt ja quasi eine. Ja, egal. Wir haben jetzt übrigens nur so einen Hartholzstiel, der wahrscheinlich auch sehr lange dementsprechend hält. Ich würde jetzt so ein. Das Ding, was wir da dran haben mit 22 Stärke, jetzt. Würde ich erstmal nicht an einen normalen Stock hauen, auch wenn das natürlich eine ziemlich krasse Einhandwaffe wäre, aber. Ja, ich weiß ja nicht. Bekommen. Ah, okay. War die Theorie also richtig und oben. In der Leit. Oh, mal Tag. Interessant, dass selbst beim... Beim Ding jetzt ein Gesprächsloch existiert. Es dann das Gesprächsloch zeigt quasi alles an. Und das ist gut. Aber ansonsten frage ich mich, warum ein Gesprächsloch entsteht, wenn ich das hier anspreche. Nee, tatsächlich. Weil das. Das System des Gesprächslogs ist halt bei allen. Nirgends eine Leiter. Will ich intended da hochzuklettern? Ich meine, why not, aber habe ich es nicht erwartet. Ich habe meinen Bereich durchsucht und bin hergekommen. Gehen wir mal mit heute. Kommt mir aber auch bekannt vor, Holm. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Fährt nicht mehr, werter Link. Ihr seid es tatsächlich. Bin so froh, dass euch, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Puh, bin ich erleichtert. Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt, aber ihr... Habt ihr ihre Stimme gehört? Und nun wollt ihr euch der Suche nach ihr anschließen? Oh, ich verstehe. Beziehungsweise, ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollten auf jeden Fall die Suche nach der Prinzessin fortsetzen, ja? Wir wären natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie ihr euch uns anschließt. Ehrlich gesagt, halten unsere Erfolge sich bisher stark in Grenzen. Hier ist uns überall das Miasma im Weg. Herr Truppenführer Holm, der Prinzessin Zelda! Prinzessin, ihr seid wohl auf! Auch noch ein Echo. Huch, was? Ihr habt sie doch auch gesehen, oder, Link?
Das heißt, in Zelda hat sich ein Licht aufgelöst. Luft, sondern Licht. Und ist verschwunden. Was geht denn nur vor sich? Nee, wir müssen handeln. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert und ist einfach verschwunden? Der Vorfall muss unverzüglich Direktorin Pura gemeldet werden. Angesichts der Situation ziehen wir uns ebenfalls von hier zurück. Aber das wird eine Weile dauern. Denn wir sind eine ziemlich große Einheit. Könntet ihr an meiner Stadt Direktorin Pura über die Begegnung unterrichten? Also ja. Nö. Dann portieren wir uns mal rüber und reden mit Pura. Und dann müssen wir uns aber langsam mal den ersten Turm aufmachen, damit wir sehen können. Interessant ist, man wenigstens ein paar Umrisse. Das hat man damals auch nicht. Waffe wir jetzt haben sollen. Aber ja, gut, 14 zu 26, ja doch. Gerade die Speere. Gerade ein Speer. Ein Speer ist immer richtig kacke. Gewesen. Vom Schaden her, wegen der dicken Reichweite. Die Hacke waren zwei Hände. Aber es ist mal richtig schwierig, Bilder davon zu machen. Die werden wir uns im Zweifel dann wieder kaufen. Also von Waffen und Gegnern nicht, aber von den Tieren werden wir das wieder auskaufen. Was heißt wieder? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da. Ich glaube, ich im Breath of the Wild nicht mal alles. Nicht mal ansatzweise alles gekauft. Nur so ein bisschen Wasser. Guten Morgen, was für ein wundervoller Morgen, oder? Hey du, hast du eine Ahnung, wie viel Sorgen ich mir gemacht habe? Das ist also der Arm, von dem Pura geredet hat, ja? Ah, schon seltsam. Nein, 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 dafür ist jetzt keine Zeit. Stimmt es, dass du das Pura-Pad hast? Ein Pura-Pad ist noch gar nicht perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sache mit Yoshas Erforschung der Abgründe erledigt ist, setze ich meine Forschung im Institut in Hateno fort. Also folge mir, wenn du in die Zeit reif bist, solltest du auch nach Hateno kommen. Oh Gott, diese ballonartigen Teile, die vom Himmel gefallen sind, werden also Sonau-Bauteile gezeichnet. Allzu so viel über Sonau-Bauteile ist über Sonau-Bauteile immer noch nicht bekannt. Aber für Pura ist es anscheinend kein Hindernis. Eine Chefin ist nicht nur der schlauste Kopf von Hyrule, sondern auch als Konstrukteur ein Genie, wie dieses Vehikel deutlich zeigt. So, kein Smalltalk, wir gehen jetzt erstmal Pura berichten. So dringend Ausdauer, das ist ja nervig. Immer noch. Willkommen zurück, Link. Und, hast du etwas herausgefunden? Ah, scheiße. Entschuldigung. Das geht. Der kam zu schnell. Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen? Und Schloss Hyrule aus? Bist du einem Licht geworden und weggeflogen? Du erzählst immer die wildesten Sachen. Aber wenn du das wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Suche herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folge überall zu beobachten sind. Folgen. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Pura-Pad bei dir, oder?
Kann ich es mal bitte kurz haben? Die Güte, sieht das mitgenommen aus? Was hast du damit angestellt? Aber zu funktionieren scheint es noch. Das ist wahrscheinlich... Wir haben das Pura-Pad von Zelda bekommen. Und Zelda ist ja, wie wir jetzt vermutet haben, irgendwo in der Vergangenheit. Weil wir haben das Pura-Pad ja auch von einem der Sonau-Konstrukte bekommen. Ergo ist das Pura-Pad wahrscheinlich jetzt echt alt. Dementsprechend, ja. Aber funktioniert so gut. Welcher Kopf? Knopf ruft nochmal die Karte auf. Ach, der hier. Ach, tut mir leid. Ich wollte auf dem Pura-Pad die Karte von Hyrule aufrufen. Aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist doch gar nicht bereit. So, und jetzt sind's Kartografie... Ne? Das Pura-Pad ist was ganz Neues. Joscha. Außer teleportieren, das können wir auch aus irgendeinem Grund mit dem Ding. Wie steht jetzt mit dem Kartografierturm? Also... Ach, das ist der. Grundsätzlich ist der fertig. Oh, der Teleporter müsste noch abgestimmt werden. Der Teleporter? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, Link. Wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich noch etwas gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin sicher, die hast du dir verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung, im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um eine Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Wende dich doch an den Wächter des Schutzraums dort. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Solltest du dich einmal in Moops Laden umsehen? Bin dann mal beim Kartografierturm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Komm, Joscha, es ist Zeit, den Kartografierturm endlich in Betrieb zu nehmen. Das mit dem Teleporter erledige ich schon. Du hast Schalterdienst, Joscha. Jawohl, Direktorin Pura. Ich stehe bereit, Schalter bei Fuß. Wer ist denn Joscha? Also sehen tut man dadurch ja nicht viel. Oh Gott. Order. Order? Tut mir leid, aber ich habe gerade zu tun. Hä? Link! Du ahnst ja nicht, was überleichtert ich bin. Ich habe mir Sorgen gemacht. Was ist mit los? Im Moment überlege ich gerade, wie man... am Spähposten eine Pferdestation bauen könnte. Live, der sich mit Pferden auskennt, ist auch hier. Und es wäre praktisch, wenn er sich um die Pferde kümmern könnte. Der Bau der Station wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber schau doch mal vorbei, wenn alles fertig ist. Alles. Gott. Zum Glück habe ich den Windows-Sound aus. Habe ich mich verjagt. Moop. Tatsächlich. Oh, die Kleidung ist schon wieder da. Ja. Freuderücker, mein Name ist Scopus, Spähposten. Entlang. Ist das eine Loading so? So mit eigenem Raum und so? Sache.
Der Keller war einst der Schutzraum für die Königsfamilie von Hyrule. Doch wir haben ihn zum Wohnhaus umgebaut. Was immer euch hier von Nutzen sein kann, steht euch zur freien Verfügung. Was? Hey. Eine Stärke, oder? Ah, ist ein Reiseschiff. Ja, wobei. Ist ja nicht, dass es auch weniger haltbar ist, ne? Ratzengeräte. Ja, wo konnte man denn kochen? Verdammt. Oh, du bist neu hier? Ich nämlich auch. Ich heiße Burnon und bin hier fürs Kochen eingeteilt. Heute mache ich Obst mit Pilzen. Es gibt Energie. So war zumindest mein Plan. Aber ich habe keine Äpfel mehr. Und ohne die schmeckt es einfach nicht so, wie es soll. Ja, bitteschön. Das ist aber nett. Jetzt können wir jetzt durch Quest-Sachen Rezepte kriegen, oder wie? Ja, das ist Obst mit Pilzen à la Bonon. Sieht lecker aus, oder? Na gut. Das war jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Das kann eigentlich jeder machen. Man braucht nur einen Apfel und einen Pilz und eine Kochstelle. Probier es ruhig selber mal aus. Hier sind dieselben Zeichen und dort ist dieser Text ganz anders als unsere jetzige Sprache. Es gibt es doch, gibt es noch einiges zu lernen, ha? Huh? Größe, Körperbau und der rechte Arm? Du musst links sein, oder? Ura hat mir alles von dir erzählt. Ich bin Rezian. Mein Spezialgebiet ist die Erforschung des Althylianischen. Und damit meine ich nicht die Texte auf den Kranzruinen, sondern etwas anderes. Die um die Sprache zur Zeit der Gründung von Hyrule verwendet wurde. Grundlage unserer jetzigen Sprache. Diese Bücher sind in jener alten Sprache verfasst, deswegen kaum jemand in der Lage sein dürfte, sie zu lesen. Und ja, mehr gibt es von meiner Seite leider nicht über das Althylianische zu berichten. Aber einst werde ich im Forschungsinstitut in Kakariko ganz sicher faszinierende Ergebnisse präsentieren können. Forschungsinstitut in Kakariko. Donauzivilisation, Umgebung, welcher Boden, der mir Masse Abgründe nennen, Abgründe verlassen. Ja. Den nichts, was wir nicht schon kennen. Die kennen wir doch. Oh, dich kenne ich ja. Wunderbar. Ich freue mich über jedes neue bekannte Gesicht. Du kannst ruhig alles in diesem Schutzraum nach Belieben verwenden. Aber mach hier keinen Dreck. Das wäre nicht gut. Noch mehr Staub kann ich nicht gebrauchen. Ich putze hier schon eine kleine Ewigkeit und jetzt liegt trotzdem noch überall Staub herum. Wo in aller Welt kommt dieser ganze Staub überhaupt her? So. Es sind überall vorher verborgene Überreste der Sonau-Zivilisation aufgetaucht. Zeit zum Handeln für den Sonau-Forschungstrupp gekommen. Abreise, Regeln, Forschungstruppe auswendig.
Doch bei den Neuigkeiten in jeder Region bin ich auf dem Laufenden. Ich bin zu 110% bei Einsatz bereit. Hater-Einbruch bedroht Orni. Orni bestimmen derzeit die Schlagzeilen. Also, die Orni leben in... Bin mir sicher, es ist die Hebra-Region. Dieser Ort liegt in den Schneefeldern im Nordwesten von Hyrule. Manche wollen dort nicht forschen, weil es zu kalt ist. Man braucht aber nur den passenden Ausrüstung und Medizin für Kälteschutz. Und im Gästehaus kann man in einem flauschigen Daunenbett schlafen. Verflixt. Auf Abruf zu sein ist auch eine wichtige Aufgabe. Das ist mir schon bewusst. Aber ich will los und forschen. Kleeblatt-Kurier von heute steht, mysteriöse Schreine über Nacht aufgetaucht. Grund von Verschiebung durch den Kataklysmus sind in ernsten Schreine erschienen. Angeführt von Pua beginnt der Sonarsucht unter der Untersuchung. Nur die Zeitung ist wohl noch nicht mehr sorgt. Ist doch der berühmte Link, ja? Das macht mir. In meinem Heimatdorf Angelstedt kommt nur selten mal jemand, der berühmt ist. So freue ich mich sehr, dich zu treffen. Angelstedt? Ja, kennen wir doch. Dann haben die Piraten angegriffen und jetzt kann man dort nicht mehr wohnen. Oder gar einen Laden führen. Wenn das alles nicht passiert wäre, hätte meine Frau mit ihrem Laden niemals hierher kommen müssen. Aber genau der traurigen Geschichte. Aber genug der traurigen Geschichte. Dieser Spähposten ist sehr interessant. Ich sollte das Beste aus der Zeit machen. Ich bin so froh, dass wir unsere Waren hier am Spähposten verkaufen können. Ersiel. Ersiel? Ersiel, oder? Ersiel? Ersiel. Hoppla, du bist du das, Link? Ich mache hier die ganze Zeit den Rücken krumm. Ich kriege gar nichts mehr mit. Na, ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, wenn ich im Sitz mit dir spreche. Nach dem Kataklysmus war plötzlich alles, was man nur annähernd als Waffe bezeichnen kann, zerfressen. Ich habe mein Bestes gegeben, das Zeug zu reparieren, aber es war hoffnungslos. Ja, der Kataklysmus hat in seinem Miasma genannt, hat alles zerfressen. Übrigens, du kannst dir gerne alles nehmen, was... Okay, habe ich gemacht, bevor ich gefragt habe. Abplan. Nanu, wer ist das denn? Oh, du hier, Link? Verzeih, ich hatte gar nicht bemerkt. Ich war ganz in die Karte vertieft. Sag, Link, interessiert es dich, wie dieses Land zu beschaffen ist? Dann verrate ich dir was. Um die Einsätze der Monsterwehr zu planen, arbeite ich Tag um Tag an dieser Karte. Und darum? Na, sagen wir mal so. Im Spähposten kennt sich niemand so mit den Völkern Hyrules und deren Wohnorten aus wie ich. In Hyrule leben eine Vielzahl verschiedener Völker. Leute wie ich und du gehören zum Volk der Hylianer. Die anderen Völker sind Orni, die Goron, die Soras und die Gerudo. Was sind Chica? Egal. Chica sind wohl so Sub-Hylianer. Aber Hylianer näher als Gerudo scheinbar. Aber eigentlich sollten Chica auch ein eigenes Volk sein. Egal. Die alle leben so unterschiedlich, wie sie aussehen. Manche fliegen durch die Lüfte, andere essen Felsen, als wären es Äpfel. Und nicht nur das, auch innerhalb der Völker gibt es je nach Siedlung große Unterschiede. Jetzt kommt's. Etwa bei uns Hylianern. Der Stamm der Chica etwa wird oft als besonders kundig und forschungsfreudig angesehen. Viele der angesehensten Forscher und Gelehrten in Hyrule stammen aus ihren Reihen. Etwa Direktorin Pura, die Leiterin des Spähpostens. Die kennst du sicher schon, oder? Hyrule ist voller Siedlungen, Dörfer, Städte. Manche noch jung, manche geradezu uralt. Erstmal haben wir hier den Spähposten, hübsch zentral im Herzen des Königreichs gelegen. Einen anständigen Marsch von hier liegt im Nordwesten das Dorf der Orni, oben im kühlen Hebra. Hier im Südwesten der Gerudo-Region liegt Gerudo-Stadt. Im Nordosten des Landes, in der Eldin-Region, liegt Goronia, die Stadt der Goron. Und etwas östlich davon, in der Region Akala, befindet sich das Dorf Taburasa. In der Region Aranel im Osten des Königreichs liegt das Dorf der Soras.
Erhabene Heimatstadt des Sura-Volkes. Im Südosten von Hyrule befindet sich Nekluda, wo die meisten julianischen Siedlungen liegen. Erstmal gäbe es dort Kakariko, wo der Stamm der Shika lebt. Die Dorfchefin soll übrigens eine wahre Schönheit sein. Ich hab Befürchtungen, was Kakariko angeht, aber ich hoffe, Impa geht's gut. Dann hätten wir weit im Osten Ateno. Einst ein stilles Dörfchen, doch heutzutage bekannt als Modehauptstadt. Und zum Schluss ist da noch Angelstedt. Ein durch und durch ruhiges Fleckchen, besonders als Erholungsort beliebt. Viele der Städte und Dörfer wurden durch den Kataklysmus schwer in Mitleidenschaft gezogen. Und damit die Leute wenigstens nicht in Angst vor Monstern leben müssen, nehmen wir die Sache in die Hand. Die Monsterwehr bewegt sich Tag und Nacht durchs Land und kümmert sich um die Sicherheit aller Völker. Von mir? Oh, na, ich bin ebenfalls ein Mitglied der Monsterwehr. Eigentlich ist es ja unsere Aufgabe, unser Auftrag, das Reich vor den Monstern zu schützen, die der Kataklysmus hervorgebracht hat. Doch mit Schwert und Schild kann ich nicht besonders gut umgehen, weißt du? Aber auf Karten lesen verstehe ich mich. Und weil ich das Land so gut kenne, kümmere ich mich um das Aussenden von Einheiten an ihre Einsatzorte. Seit dem Kataklysmus wurden mehr und mehr unbekannte Monster gesichtet. Sei vorsichtig auf deinen Wegen. So, das war jetzt eine ziemlich dialoglastige Folge natürlich. Aber die kommen zwischendurch mal vor. Und wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel Plot jetzt bekommen. Wir wissen zum Beispiel jetzt, dass es keine neuen Gebiete gibt. Also keine neuen Städte, außer den Außenposten jetzt theoretisch. Hm. Aber das ist nicht schlimm. Nicht so. Aber wir haben auf jeden Fall wieder so einen bisschen groben Überblick. Link, richtig? Ist es wirklich wie? Lärm, Plakat, Bett. Wie so einem Abgrund? Was ist denn der Abgrund? In der Regel quatscht man halt nicht mit jedem und deswegen sollte man erzählen viele auch einfach mal das Gleiche, damit man die Information trotzdem bekommt. Nein, nein, nein. Da überall mehr. Sobald man dem zu nahe kommt, fällt man sofort in Ohnmacht. Da rein ein Stück, das mir ein Miasma-Spezialist schnell genug das Essen mit der gelben Pflanze darin gegeben hat. Nur weil ich das gegessen habe, konnte ich im Tod von der Schippe springen. Eigentlich wollte ich für Yosha die Zähne zusammenbeißen. Sie arbeitet genauso hart wie Pura und Rebelo, obwohl sie noch ein Kind ist. Aber nach den Erlebnissen habe ich die Nase voll mit der Abgrundsforschung. Der gelbe Pflanze. Aktivitätslog ist echt Rechtsloch. Okay. Und last but not least noch ihn hier. Peter Link, willkommen, willkommen. Mein bescheidener Name ist Mundan. Ich bin damit beauftragt, als Torwächter des Schutzraums zu dienen. Dies ist ein Schutzraum, der von jedermann benutzt werden kann. Bitte bleib hier, solange es will. Oh, Notfälle. Hi. Okay. Haben wir hier soweit alles Quatsch, wir wollen. So. Das hier Fleischspieß. Müsste auch ein Fleischspieß sein, oder? Auch als Fleischspieß oder als Geflügelspieß? Auch als Fleischspieß. Das ist okay. Auch als Fleischspiel. Fleisch ist sehr dominant.
Ausdauerdampffisch. Auch als einfach? Ja, auch als. Gudi, wie weit sind wir? Oh, Folge vorbei. Das klang jetzt schlimmer, als ich es meinte. Wir müssen jetzt mal planen, was wir machen wollen. Nee, Quark. In der nächsten Folge machen wir, reden wir mit Pura, weil wir fertig sind. Und schauen wir mal, ob wir Epona kriegen. Bis zur nächsten Folge hole ich mir mal eben den Amiibo. Kam ich raus. Zumindest den ersten. Die anderen, die lassen wir noch erstmal in Ruhe. Also, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch was und bis zur nächsten Folge. Bis gleich. Bis dann. Tschüss.